Willkommen zurück zu Pokémon Flora Sky, Part 114, und ich habe die Quest anscheinend erfüllt. Tschüss. Herrlich. Dann machen wir weiter jetzt mit der Stadtbesichtigung. Ein paar Häuser oder was auch immer haben wir noch übrig. Ein Scanner-Tuch finde ich. Ah, das ist eine perfekte Überleitung. Ich glaube, hier sind wir jetzt auch fertig oder sogar schon. Ja, toll. Hätte ich das gewusst, dass ich noch diese eine Frau und den einen Forscher anquatschen muss, hätte ich wahrscheinlich den Part danach erst beendet. Aber wie gesagt, wir haben jetzt eine herrliche Überleitung. Denn ich habe mir noch was aufgeschrieben, wo ich jetzt hin kann, und der Typ hat das gerade schon vorweggenommen. Kurzer Schnitt, weil ich meine Pokémon austauschen muss. So, da wären wir auch schon jetzt bei dem Boot auf Route N. Ich habe diesmal nicht mein Kleinhorn ausgezahlt, sondern mein Flämmchen ausnahmsweise mal. Ja, und ich werde hier wahrscheinlich Taucher brauchen, deswegen. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, stand hier so ein Matrose genau in dieser Richtung, der nach da geguckt hat, ja. Der ist jetzt weg, das heißt, wir können jetzt im Schiff weitermachen. Habe ich schon gefragt, wann das hier funktioniert, jetzt geht das endlich mal. Ich bin jetzt mal gespannt auf die Level, weil ich ja jetzt erst hier hinkomme, da müssten die ja auch höher sein, ne? 54, ja. Ist jetzt nicht großartig. Riesig, das heißt. Ja. Hier hätte man wahrscheinlich auch direkt schon nach der Liga hinbekommen, nehme ich mal an, wenn die Level jetzt erst bei 54 oder was sind. Egal. Früher oder später komme ich sowieso überall hin. Ich werde ja, nachdem ich die ganzen Sachen soweit gefunden habe, was ich anscheinend machen kann, also jede Stadt besucht habe, werde ich sowieso nochmal einen kompletten Rundgang machen durch das Spiel und mir jedes Haus mit jeder Person sprechen, was es auch nur gibt. Es wird ein bisschen dauern, aber ich werde mich da auch ablenken, während ich das mache mit Musik oder was auch immer, damit das nicht ganz so langweilig für mich wird. Und das ist jetzt gerade unglücklich gelaufen, denn es konnte ich einen Respekt für diese Aktion. Da-dam, da-dam, da-dam. Dann lobe ich mir noch Pokémon X und Y. Ich spiele das nicht selber, aber ich gucke mir ein LP davon an. Ich sag aber nicht bei wem, weil das wäre jetzt irgendwie unnötig Werbung, glaube ich. Es ist auch keiner meiner Freunde, das heißt, der wird mir auch nicht sauer sein, wenn ich seinen Namen nicht nenne. Und da ist es ja so, dass die KP-Anzeige nicht mehr blinkt, nicht mehr so piekt die ganze Zeit. Das macht einmal düdem, 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 viermal genau genommen. Und dann ist das Teil aus, dann hört man keinen Ton mehr. Das finde ich super. Schade, dass das bei dem Spiel nicht so ist, aber... Naja. Und genau wegen der Stelle, die ihr da jetzt links seht, habe ich mein Quengel dabei, weil das Taucher kann. Das ist jetzt auch nichts Überraschendes, wenn man mal bedenkt, dass das Schiff komplett übernommen wurde. Das heißt, das ist jetzt hier nichts, was einen irgendwie den Boden unter den Füßen wegziehen sollte vor Überraschung. Bist du? Nee, du bist auch kein Trainer, du bist einfach nur Soda. Ja, du bist Soda, also ein Getränk. Wie witzig, Mann! Comedy Prize 2014, ihr habt schon den ersten Kandidaten. Kann ich die Aussage nochmal lesen? Kid Obvious sees the day. Oh, nein. Hier will ich hin. So! Das ist jetzt aber ein Begrüßungskomitee hier. Also, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, dann sind jetzt im unteren, in der unteren, was sagt man, Kabine wahrscheinlich am besten. Dann ist da ein Ehepaar. Ein junges Glück. Wenn die sich geändert haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Und langsam habe ich die Schnauze vor von dem Pokémon, was ihr da links gerade seht. Was soll denn das? Ne, warte, Schockwatch will ich drin lassen, das kann mich an Symbolar da vergnügen. Und, Chiyoko kommt mal rein. Diese Gastrodons sind schon ziemlich nervig, muss man ja sagen. Ja. Da. Herrlich. Aus bestimmten Aspekten holt sich Schockwatch jetzt eigentlich doch nicht drin. Haben wir uns mal dieses lustige Geräusch hier anhören. Oh Mann. Schockwurst, komm bloß raus, du störst die Sau. Ja, und Jogo macht jetzt... Na, warte. Wird Schockwurst zuerst ausge... Perfekt. Das wäre jetzt nämlich eine verschwendete Runde fast gewesen, wenn ich jetzt mein Erdbeben nicht eingesetzt hätte.
Aber so hauen wir dem Vieh jetzt schon mal einiges an Schaden an. Denn ich weiß ja mittlerweile, dass Erdbeben ziemlich gut gegen Gastrodon wirkt. Nicht verwirrt, perfekt. Alles wie ihr wollt hier. So sinkt man mittlerweile. Ja, wenn man sich bestimmte Castingsshows ansieht, dann sinkt man tatsächlich mit so. Ich guck die SDS nicht, das sollte jetzt keine Andeutung sein. Ich finde die SDS so total scheiße. Generell, das ganze Fernsehprogramm, das Deutsche, ist so schlimm, ne? Guckt euch Fernsehkritik.tv an, dann wisst ihr, was ich meine. Die wissen Bescheid. Oh! Guten Tag! Was ist so lustig, dass ich einen Schwimmreifen in einem Schiff trage? Ich weiß nicht, etwa, dass du den Schwimmreifen gerade nicht brauchst. Dumme Fragen bekommen klare Antworten. Castle Leaf kriegt jetzt mal Donner, aber ich will mal gucken, wie du aussiehst. Komplett in Blau! Sind die Farben einfach nur invertiert oder was? Wahrscheinlich. That was easy. Charlie, das musst du nochmal üben. Und hier unten gibt es jetzt wahrscheinlich einen Junge. Oh! Hast du dich gerade ganz komisch. Das war Gröpster. Hier war tatsächlich aber mal ein junges Blick drin. Die sind jetzt wohl weg. Jedenfalls merken wir uns mal, dass da so einer sitzt. Und dann. Ab dafür. Oh Gott, da sehen wir ja gleich wieder nichts. Aber das ist kein Problem, Leute. Hier ist es zumindest richtig eindeutig, wo man hin muss. Das weiß ich auch. Hier ist es einfach so, man schwimmt die ganze Zeit nach links und dann ist man auch da. Genau, das ist überhaupt nichts Kompliziertes. Ach so. Okay, okay. Was ist das für eine komische Kerbe? Seht ihr das da? Egal. Ah, jetzt kommt hier so ein Türrätsel und da habe ich jetzt einen Bock drauf. Ja, es ist jetzt so, dass man immer, wenn man einen Raum betritt, etwas aufblinken sieht. Da sind versteckte Dinge. In dem Fall ist es der RM1-Key. Und mit diesen Schlüsseln kann man dann logischerweise die entsprechende Tür dann öffnen. Und findet weiteres Geblinke. Aber es ist nur Müll. Ach so, dann kann ich jetzt wahrscheinlich von einem anderen Raum, wo ich dann reingehe, was finden, ne? So war das. Oh, die Fenster sind kaputt, schönes Detail, aber das ist natürlich viel, was im Originalspiel hinterlegt. So, hier findet man auch viele Sachen, die aufblinken. Wo kommt man denn? Okay, das ist jetzt verwirrend. Hier war nichts mehr, was blinkt. Oder hat jetzt im ersten Raum noch was geblinkt und ich hab's nicht gesehen? Nein, da blinkt nichts weiter. War wieder total bescheuert. Bin ich jetzt wirklich total dämlich? Das ist nur Müll, ja, das sehe ich. Also entweder bin ich jetzt total bescheuert oder das Rätsel funktioniert nicht. Mal guck mal, hier blinkt auch nichts mehr. Hier bin ich schon fertig. Ich musste hier als erstes reingehen, konnte dann Tür 1 aufmachen. In Tür 1 ist aber nichts mehr. Ja, da kann ich nicht rein, das ist richtig. Und hier kann ich auch nichts machen, hier bin ich gefangen genommen. Hat der das Rätsel jetzt verkackt? Das gucke ich mir mal kurz an, Moment. Ja! Gut, an dass ich mich noch so gut erinnert habe, dass hier ursprünglich ein verstecktes Item liegt. War da nicht eigentlich ein Blitz? Ich meine schon, dass da auch im Original was aufgeleuchtet hat. Und jetzt musste ich gerade an einer Stelle, wo nichts geblinkt hat, was finden. Das ist komisch. Und hier weiß ich sicher, dass es ein Blinkding war. Ich kann mich noch ungefähr mich daran erinnern, wo was ist. Deswegen ist das hier kein Problem. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass ich hier was finden soll. Und ich meine, das war hier weiter links. Kann das sein? Nein. Aber hier weiter. R2. Wir kommen der Sache auf die Spur, Leute. Jetzt gehen wir in 2 rein und finden womöglich den Scanner. Ach nee, der stimmt. Jetzt muss man ja noch diesen Lagerscheiß machen, ey. Kriege ich jetzt eigentlich Eisstrahl noch?
Wo waren jetzt die anderen Typen? Ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die andere war. Ach so, dann. Ja, klar, dann da. Gibt der mir einen Strahl? Oh Mann. Okay. So war der denn jetzt hier, ne? Ja. Was ist das Item? Jetzt kann ich gar nicht mehr angucken, wie das eigentlich aussieht. Egal. Kriege ich jetzt was Schönes dafür? Ein Fiebass, das ist doch ein Barschwar, das ist ja cool. Wie nenne ich dich denn? Ich weiß, es entwickelt sich zu einer Milotik, ich werde mir aber eh dieses Pokémon nicht richtig zulegen jetzt. Das heißt, wir werden erstmal Dummfisch. Und du kannst von mir aus auf den Box versauern. Du siehst auch schon so aus, als ob du nicht mehr ganz frisch bist. So. Dann rein hier. Jetzt kann man eine Menge Punkte einlösen. 95. Müsste ich jetzt nicht irgendwie mal so ein Ticket bekommen? Ich meine, irgendwo kriege ich ein Ticket, wenn ich was Bestimmtes gemacht habe. Wenn ich eine bestimmte Zahl erreicht habe, war das nicht sogar nur 50? Dann müsste ich jetzt von jemandem da oben nämlich ein Ticket kriegen. Von dem netten. Nee, das war der, der sich das Quiz ausdenken möchte. Das heißt, der Typ mit dem Ticket wird der hier. Ja. Klasse. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Oh, sorry, I need 50 for every. Okay, das heißt, er muss dann wieder eine Quest finden. Aber offensichtlich habe ich gerade alle Quests soweit, die man machen kann. Zumindest was ich gerade gefunden habe. Dann werde ich jetzt noch das Ticket einlösen. Und im nächsten Part sehen wir dann mal, wo wir landen. Wo ist denn jetzt denn der Schiff-Typ hier? Der müsste eigentlich jetzt hier sein. Entschuldigt meine Vorsicht, aber. Ich traue dem Typen nicht über den Weg. Der hat mal ein Spiel abstürzen lassen und seitdem speichere ich jedes Mal Feuer ab. Oh, das Pass. Okay. Ja, super, dann dahinter, ne? Ey, cool! Hat sich das Schiff gerade, ohne sich richtig zu drehen, komplett in die andere Richtung geschoben? Was war das denn bitte? Wie kann. Ich weiß, also muss der weltbeste Schifffahrer sein, wenn du es geschafft hast, das Schiff in die andere Richtung zu drehen. Einfach so. Wo sind wir hier? Was mich da drin erwartet, sehen wir im nächsten Part. Bis dann, tschüss!